Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und wir sind heute in der Nähe des AKW Svendendorf. Hier hat sich auch mal eine, also in der Nähe hat sich hier eine, na sag schon, eine Raffinerie befunden. Wir wollen jetzt gerade mal etwas das Gelände erkunden. So, wir sind hier in der Nähe von Moosbierbaum und haben einen Stollen entdeckt oder einen Luftschutzgang oder irgendwas. Hier hat es sich ja mal vor vielen, vielen Jahren, also in den 40er Jahren, zu Adolfs Zeiten, eine unterirdische, nicht eine unterirdische, sondern eine Raffinerie befunden. Moosbierbaum ist bestimmt ein Begriff. Man findet hier noch viele, viele Relikte aus dieser Zeit. Da ist ein verschütteter Eingang. Hier ist ein zugemauerter Teil. Wir sind vorhin schon oben drüber lang gegangen. Ich vermute, dass die restlichen Eingänge wahrscheinlich zugeschüttet sind. Nein, da kommt man wieder raus. Aha. Ist alles sehr verwachsen hier. Da hinten ist Schluss. Hier hatte sich auch ein Eingang gefunden, aber der ist zugeschüttet. So. Ah.
Hier handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Wassertank.